Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bully die Ehrenrunde. Das wollte ich gar nicht tun, aber ich tue es jetzt einfach mal trotzdem. Was man anfängt, muss konsequent durchgezogen werden. Und wir haben Farbe bekommen, glaube ich. Und deswegen können wir jetzt hier voll loslegen. Nerdscum. So, dann können wir hier mal was... wir müssen nämlich noch ungefähr 500 Limos kaufen. Das werde ich natürlich nicht alles in der Aufnahme machen, sondern wahrscheinlich wieder das meiste offscreen. So, aber jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen skateboarden. Jetzt können ja wir wieder mal normal skateboarden, weil der Schnee ist weg. Das wollte ich sagen. Der Schnee ist weg, wir können wieder normal skateboarden. Schade, dass man nicht noch so grinden kann und so Zeug. Das wäre richtig cool. Und jetzt aufs Bullenauto. Und das interessiert die Bullen gar nicht. Die Bullen interessiert viel, aber wenn man auf ihr Autodach drauf springt und skatet, dann ist das in Ordnung und ja. Ah! Mistige Gacke. Sind wir gestolpert. So. Ja, wie gesagt, wir brauchen ein paar Skate-Meilen. Deswegen kein Fahrrad für uns und kein zu Fuß für uns. Zu Fuß brauchen wir auch noch ein bisschen was. Da oben ist ja, habe ich jetzt schon sehr sau oft einen Botengang verpasst. My special friends. Hört sich irgendwie noch. Ah ja, hier entlang fahren. Hol das Paket ab. Mach ich. Mach ich. Zu Botenaufträgen sage ich immer gerne ja, weil sie random sind. Und wenn mal einer kommt, dann muss man das natürlich machen. So, da ist das Paket. Ah, da ist der Köter, aber der Köter interessiert mich nicht. Warum holt er das Paket eigentlich nicht selber ab? Naja, egal. Dann hätten wir ja nichts zu tun, aber es sind manchmal echt doofe Botenaufträge. So, bitteschön. Ich möchte jetzt dafür mindestens $25 haben. Das ist nämlich voll schwer. 20? Naja, das ist... Moment. So. Da ist der nächste Geldjob. Den nehme ich gleich mal an. Rasenmähen Park 1. Okay. Mach ich. Oh, oh, oh. Aber wir dürfen die Pflanzen nicht kaputt machen. Wenn du Blumen über... Ach, Blumen, da verliere ich Kohle. Das hättet mir auch mal früher sagen können, ihr Arschlöcher. Nein! Ah! Warum muss ich eigentlich am Anfang schon außen mähen? Ich meine, es lang wahrscheinlich irgendwas um die 80%. Da muss ich natürlich... Oh Gott. Muss ich nicht außen anfangen. Hätte ich in der Mitte auch anfangen können. Job erledigt. Mäh den kompletten Rasen, um eine zusätzliche Belohnung zu erhalten. Okay, dann mache ich das mal. 78%. So... So. 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 Es ist gar nicht so einfach hier, dass man nicht in die Blumen reinfährt, weil das Handling von dem Rasenmäher ziemlich beschissen ist. So. Schauen wir mal, ob ich das schaffe mit der Belohnung. So. So. So, mach das weg. Ah Gott. Lenk halt richtig. So. 99, da vorne fehlt noch was. $25, das war wenig Geld, weil wir wahrscheinlich ziemlich viel kaputt gemacht haben.
Noch ein Botenauftrag. Spray 3 Preps Graffiti. Ja. Dann mache ich den Rasenmäher-Job halt später. So, 2 Prep-Graffitis noch. Da ist keins. Weißt du, wenn man wenigstens eine Anzeige hätte, wo die sind, aber... Miss Phillips would be proud. Also er hat gesagt, seine Künstlerin... Oh oh. Seine Künstlerin wäre stolz auf ihn. Glaube ich. Naja, jetzt ist natürlich eins da. Wow! Fuck you! Wusste ich doch nicht, dass die Polizei was gegen Graffiti hat. Hallo, kann ich hell sehen? Hallo? You pathetic, ja, deine Mutter weißt. So. So. Da haben wir 2. Wo ist mein Skateboard? Da ist mein Skateboard. So, dann brauchen wir jetzt noch eine Graffiti-Stelle. Da ist noch eine. Das ist nicht so blöd, wenn der Polizist da ist. Kannst du wegfahren? Dankeschön. Nein! Wieso hast du das gesehen? Du bist weggefahren! Geht's noch? Da könnte ich theoretisch noch ein Rennen machen. Aber ich habe ja alle Rennen schon geschafft. Ist der Bulle weg? Ja. Und sprayen kann ich jetzt nicht, weil da dieses scheiß Auto im Weg steht. Also Moped. Motorrad. Da ist noch eins. Ah, fuck. So. Botengang erledigt. Sehr schön. Kann ich jetzt den Rasenmäher-Job? Ja, ist noch da. Sehr schön. Dann mache ich den nächsten nämlich auch gleich noch. So. Ich brauche nämlich sowieso Kohle. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, beim Zeitungsaustragen verdient man mehr Geld. Wieder 2 Botengänge erledigt. Das freut mich, dass ich jetzt hier das noch habe. Wie gesagt, ich brauche es für die 100. Prozent. So. So. Rasenmans Park 2. Sieht genauso aus wie vorher. So. Ich versuche es dieses Mal perfekt zu machen. Das heißt 100%. Und keine einzige Blume. So. Bis jetzt sieht's gut aus. Wenn man erstmal den Rand hat, glaube ich, ist es gar nicht mehr so schwer. Und ich habe den Rand. So, dann tun wir jetzt mal schauen, dass wir ein bisschen an Masse gewinnen hier. Und holzen mal da ordentlich durch. Mit dem Rasenmähertraktor. Ich finde sowieso, dass das cool ist. Also ganz ehrlich, mit dem Rasenmähertraktor. Tja, das würde ich hauptberuflich machen, wenn man sowas Geld kriegt. So ein bisschen Traktor fahren, so ein bisschen Rasen abmähen, Geld bekommen. Ist voll chillig und so. Okay, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wie viel das Unterschied macht, wenn man gar keine Blume kaputt macht. Weil vorher habe ich 25, ich weiß nicht, wie viel ich bekommen habe. Ich glaube 25. Ah. So. Und das müsste gewesen sein. Was?
Ich habe vorher voll viel Blumen zusammengefahren. Wieso kriege ich genauso viel Geld? Das ist voll der Betrug. Ich hasse dich. Spiel. No Stopping Jimmy Hopkins. Ja, der Rasenmäher-Job, ne? Rasenmäher Park 3. ...90% des Rasens. Das ist blöd. Ich bin voll demotiviert. Ja, ich scheiße auf die Pflanze. Ach so, das Geld wird mit... Jetzt verstehe ich, das Geld wird mir direkt abgezogen. Das heißt, ich kann jetzt maximal noch 19 verdienen. Und ich möchte jetzt einmal schauen, wie viel ich bekomme, wenn ich den Job nicht zu 100% fertig mache. Sondern wenn ich hier einfach nur ganz grob mähe. Weil... Wenn es nur 5 Dollar sind, dann lohnt sich das von der Zeit her eigentlich gar nicht. So. $10 weniger. Ich glaube, ich werde mir, um richtig dickes Geld zu verdienen, bei meinen Fahrradbotengängen bleiben. Da kriege ich... Was? Es gibt noch einen dritten... Es gibt noch einen dritten Geldjob, okay? 90% wieder. Ach, das war... Naja, das mag ich jetzt nicht mehr machen. Ja, ich habe versagt. Oh, habe ich meine Arbeit im Stich gelassen? Das ist mir egal. Es gibt einen anderen Job, habe ich gesehen. Ja, habe ich richtig gesehen. Dann skaten wir mal hin. Wow, warum sind wir plötzlich so schnell? So. So, dann schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Ob das wahrscheinlich jetzt wieder ein Rasenmäher-Job sein, aber sicher bin ich mir nicht. Rasenmähen Haus 1. Ach, ich verstehe. Schätze mal, ich darf jetzt nicht diese Sprinkler umfahren. Wenn du Vogeltränken oder Topfpflanzen störst, wie jetzt zum Beispiel, verlierst du Geld. Also ich werde diese Aufträge einfach nur halbherzig erledigen und nicht immer die 100% machen, weil man einfach durch Zeitung ausfahren, denke ich mal, in der Zeit mehr Geld verdient. So. $20. Oh, das gibt schon mehr. Das heißt, ich würde perfekt 30 bekommen. Naja, ist auch nicht wirklich viel. Machen wir gleich das nächste. Haus 2. Jetzt muss ich genau dasselbe machen, nur 80%. Ich sollte eigentlich einfach alle Vogeltränken niederfahren, dann habe ich die späteren Male kein Problem. Würde mir viel Arbeit erleichtern. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich fahre alle Blumen und alle Vogeltränken ganz am Anfang kaputt. Und mache dann mit den Folgejobs. Mache ich dann, muss ich da nicht drauf achten und wäre dann theoretisch sogar schneller. Ja, das würde gehen. Das würde gehen. Oh, du Genie. Das werden wir später vielleicht versuchen. Wieder 20. Aber es gibt halt immer nur $30 wahrscheinlich. Das ist halt nicht so der Burner. So, und jetzt muss ich 90 machen. Machen wir das noch schnell. Schauen wir mal, ob wir das noch in der Zeit noch schaffen. Eine Minute habe ich noch Zeit, bevor der Part zu Ende ist. Immer diese zeitlichen Bedingungen hier. Das ist total der Stress. Scheiß 15 Minuten Parts. 90% benötige ich jetzt. Ja, tschüss Vogeltränke. Tschüss Vogeltränke. Eigentlich verdiene ich nicht mehr richtig Geld, wenn ich hier alles kaputt fahre. Aber wie gesagt, es wächst ja nicht nach. So. Autsch. Ja, jetzt habe ich $20 verdient und 18 musste ich zahlen. Na gut, dann haben wir den Botengang auch erledigt und dann schauen wir mal, was, ob wir noch einen bekommen, ob es einen Vierer gibt oder ob es einen anderen Job gibt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blacky.